Ja, hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier ein weiteres Remake. Ja, nämlich nach DuckTales kam nun auch noch Castle of Illusion, starring Mickey Mouse. Das habe ich damals auf dem Mega Drive gespielt. Also ich hatte selbst keins, aber ich habe es bei einem Freund gespielt und ich fand das gar nicht mal so schlecht. Das war ein schönes Spiel. Ja, ich verdanke das meinem lieben Sponsor PlanetKey.de, die mir das haben zukommen lassen. Also hallo ihr beiden und Dankeschön. Ich grüße euch recht herzlich. Ja, dann würde ich sagen, wir Once fangen mal upon a an. time, two devoted sweethearts set out on a summer afternoon to enjoy the sunshine, the warm breeze, and the pleasure of each other's company. Mickey and Minnie were so happy that they were certain everyone must feel the same. But alas, joy is not found in all hearts. Where there should be love and kindness, there is jealousy and anger. The witch Miserabelle had such a heart, one filled with darkness and envy. Oh dear! Aw, it's okay, Minnie. I bet the sun'll be back in a jiffy. Mickey's wish was not to be. The day turned to night, and the skies thundered with ill will and fury. Yikes! In the brief moment that Mickey closed his eyes against the bright flash of lightning, his happiness was shattered. Minnie! The evil witch Miserabelle had kidnapped Minnie. The old crone had always been jealous of the mouse's beauty. Now she would rob her of it. Poor Mickey, you never appreciate what you have until it's gone. Isn't that right? No, no, and get her back! As Miserabelle took to the skies with his beloved Minnie, Mickey knew he had to act fast. Oh, Mickey, save me! Running with all his might, he chased the witch through the forest. Mickey scampered and scurried all the way to the Castle of Illusion. Schön, Leute. Was für ein tolles Intro. Ich freue mich schon drauf. Ja, es wird natürlich mal ein bisschen knuddelig sein, aber ich denke mal, zurzeit habe ich ja genug Horrorkram und anderen Action-Stuff und Rollenspiele. Ich habe eigentlich so viel an Projekten. Aber gut, ich habe mich trotzdem hierauf gefreut. Fast schon ein bisschen mehr als auf DuckTales, das ich ja privat gespielt habe. Aber das haben auch so viele Let's Played aus meiner Bekanntschaft hier. Deswegen habe ich das mal ausgelassen. Und nun machen wir das hier. Terrifying. The castle stood out against the skyline like a shadow from a horrible nightmare. Lost and alone, what was Mickey to do? Luckily, fate intervened in the guise of a mysterious old mouse. Caution, lad, for Miserabelle's plans are truly wicked. Using a magic spell, she intends to steal Minnie's youth and beauty. Your sweetheart will be left as hideous as the witch is now. And her heart will contain only hatred and anger. Oh no! How can I save her? What do I do? You must find the seven rainbow gems that will create the fabled Rainbow Bridge. It will take you to where Minnie is being held. But beware the gem keepers. They are Miserabelle's prime ministers of misery and won't give up their treasures easily. Gems? Gem keepers. Got it. Wait, where do I find them? Within Miserabelle's Castle of Illusion. But beware, young mouse. The witch has created strange worlds and bizarre creatures to prevent you from reaching her. Each gem is guarded by one of Miserabelle's Masters of Illusion. Defeat them to claim your prize. And remember, use great caution. Mickey did not take the old mouse's words lightly. He thanked him and rushed to the castle gates. Ich finde das schön. Die Erzählung ist schon ziemlich putzig. The Castle of Illusion was Miserabelle's twisted playground of trickery and peril. Nothing there was as it seemed. Okay, steuert sich recht gut, aber bisschen verzögert alles, habe ich den Eindruck. Oh. The toy soldier guards were proud and regimental, but to a mouse on a mission,
They were mere stepping stones to higher things. Ich kann wohl nur springen, wie es scheint. Also, ich habe keine sonstige Aktionstaste, die ich ausführen kann. Oh, guck mal. Nicht zu quetschen. Guck mal, ich kann sogar 3D laufen. Ist das geil, Leute? Ja, im Gegensatz zu DuckTales ist ja wirklich alles 3D. Bei DuckTales waren ja die Charaktere 2D und die Hintergründe so dreidimensional, aber auch nur in gewissem Maße. Man konnte nicht in das hintere Bild reisen, sozusagen. Into the castle entryway strode the mouse with the heart of a great lion. Though his knees felt more like those of a frightened kitten. Oh, ist das putzig alles. Richtig schönes Spiel, Leute. Ich freue mich schon wirklich drauf. Also ich muss wohl Kristalle bekommen, um hier Türen freizuschalten, oder wie sehe ich das? Oh, 800 gibt es insgesamt. Wow. Ah ja. Was kann ich jetzt hier tun? Da ist gar nichts. Ich gehe mal hier rein. 3 Leben habe ich gerade mal. Das könnte sich noch als Problem herausstellen, aber das kriegen wir schon hin. Hey, Pluto! Ich finde die Stimme von Mickey super. Die ist irgendwie seit Jahren immer dieselbe geblieben. Mickey crossed the threshold and emerged once again into the forest. But it was changed somehow. This wasn't the pastoral wood he remembered. Okay. Oh, ein Stern. Das ist meine Lebensenergie scheinbar. Und ein Leben. Oh boy! Oh boy! Oh Leute, ich bin total putzig und niedlich und nett. Was? Was war das für ein Baum? Sag mal. So, da kann ich wohl schwingen. Wird aber nicht beeinflusst durch mein Gewicht, das Teil. Oh, guck mal da oben. Wie komme ich da rauf? Irgendwie muss ich da rauf kommen. Ach, guck mal, mit B kann ich werfen. Maybe an apple a day would keep the mushrooms at bay, thought Mickey. Okay. Ich möchte aber gerne hier rauf. Geht das? Nee, leider nicht. Wie mache ich das denn? Das ist jetzt dumm. Wahrscheinlich komme ich aber später hierher. Ich kann mich auch nirgends von der Kante hochziehen. Oh, das könnte noch Probleme geben. Wenn ich irgendwo runterfalle, dann... Oh. Hä? Och nö. Knowing he would need a way to defend himself, Mickey remembered how accurate he always was in the annual apple throwing contest back home. Will ich die schieben? Nee. Komm ich natürlich Schaden. Ach Mann. Wie soll ich denn hier raufkommen? Ach so. Okay, jetzt geht's doch scheinbar von dem Sprung her. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, liebe Leute. Ich weiß es nicht. Wow. Nee, das ist ja im Hintergrund. Ah. Aha! Das ist so toll. Okay, jetzt ist die Frage, ist das hier in dem Bild, oder? Ja, es ist auf dieser Ebene. Sieht man ein bisschen blöd, finde ich, ja. Manchmal. So, Peng. Gib mir die Diamanten. So, jetzt brauche ich noch den Stern und dann ist alles gut. Dann habe ich alles eingesammelt, was geht. Yay. Ja, ich weiß auch schon, was hier für Gegner kommen teilweise, weil ich habe es halt wirklich alles schon mehrfach gespielt damals. Also unter anderem ein Baum kommt, dann, weiß ich jetzt spontan gar nicht, aber ich habe ihn eben auch in dem Vorspann gesehen. Das ist überhaupt nicht verwirrend. Gehen wir mal dem Uhrzeigersinn nach, dann können wir nichts verkehrt machen, oder? Oh. Wie bescheuert. Ja, halt lacht. Gosh, which way should I go? Ja, jetzt haben wir es doch. Suddenly, Mickey was in another part of the wood. Were these gigantic trees, or had Mickey been shrunk? Wow. Die wandern ja. Oh. Ich wollte doch gar nicht runter. Ich wollte da oben noch. Mann. Das ist jetzt gemein. Na, komm. Er läuft halt von alleine hier weiter. Na gut, vielleicht ist es mir nicht vorbestimmt, hier weiterzukommen auf diese Weise. Dann gehen wir halt weiter. So. Ich weiß auch gar nicht, brauche ich alle Äpfel, oder? Ja, du fällst wieder runter, das weiß ich schon. Okay. Die Blätter schweben ja irgendwann runter. Muss ich aufpassen. Da oben ist auch nichts mehr. Und jetzt? Ja, und jetzt? Hallo? Wachst ihr wieder nach oder so?
Ja, die Spinne kommt wieder, aber sonst... Oh Leute, das ist bescheuert. Jetzt muss ich sterben. Mickey found himself back in the clearing and back to his original size. Hä? Ach, das war ein Bonus, oder? Nee, war es nicht. Ich verstehe nicht, was hier los ist, Leute. Ich verstehe es nicht. Oh, das hätte ich vielleicht nicht tun. Ja, okay. Oh, guck mal hier. Eine Motte und noch mehr Diamanten. Oh, und schon wieder den kleinen Pilz. Tut mir leid, Kumpel. Aber ihr müsst leider dran glauben. Für Mini. Denn die ist mehr wert als ihr. Das wisst ihr nicht, ne? Aber jetzt wisst ihr es. Na, komm. Also wie Mini hier... Mini sage ich. Mickey hier mit Äpfel schmeißt, das finde ich nicht gut. Äpfel sind gesund. Die sollte man lieber essen als schmeißen. Oh. Mickey had to move fast. Nein, nicht sowas. Na, verdammt. Aber das ist cool. Das sieht echt cool aus, Leute. Oh, ich habe ein Achievement bekommen. Yay. Bunte Bilder. Warum auch immer. Ich habe da keine Bilder gesammelt, sondern Diamanten. Ach nein. Schon wieder einen verpasst. Komm, Mickey, lauf, lauf, lauf. Oh, that was close. Ich finde das toll, Leute. Ich finde das echt toll. Das war's also schon. Schade. Gehen wir mal in Akt 2. Mickey knew he was closer to Miserabelle now. The very air around him tingled with mischief and danger. Okay. Der ist ganz schön widerstandsfähig. Kann ich da nicht durch? Ich möchte aber... Och man. Ich darf nicht da durch. Da ist alles zugewuchert. Kann ich da jetzt runter? Warte mal, das will ich testen. Ja, von der Seite geht's wohl. Das geht! 3 Diamanten. Boing. Boing. Oh, du Armer hier. Ihr armen Geister, warum auch immer ihr in diesem... wie nennt man's? Och Leute, ich hab den Namen vergessen, wie man diese Dinger nennt. Wow. Ah, komm schon, wie heißen denn diese Teile? Na gut, ist jetzt auch nicht so wichtig. Schreibt's mir in die Comments. Wenn ihr möchtet, wenn ihr das wisst. Sind das nicht diese... Sind das nicht diese Schande? Was? Der ist ja fies. Oh, glaubt ihr es? Ich hab's mal gewusst. Jetzt mache ich mir wieder einen Kopf darum, aber ist ja auch nicht so wichtig. Ist ja auch nicht so wichtig. Oh, guck mal. Oh boy. Ein Teil einer Schlossstatue. Ja, und nun, jetzt komme ich hier wieder nicht... Ah ja, okay. Der wandert. Der wandert. Ist ein Wandergeist. So, aber es ist nicht schwer irgendwie. Ich weiß nicht, DuckTales fand ich jetzt schwerer. Habe ich auch auf schwer gespielt, aber ich meine... Na, ihr wisst schon, das war anders. Das war schwerer. Schwerer. Hier ist nur eine Schwierigkeitsstufe und es scheint nicht gerade anspruchsvoll zu sein. Aber so ist ja auch hübsch. Hübsch. Einfach und so kann man das Spiel auch genießen. Finde ich. Ja. Komm, pfeif auf den Stern. Ich gehe einfach weiter. Du bist böse. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass ihr Roten nicht nett seid. Ihr verschwindet dann wieder, wenn ich auf euch springe. Ich habe das schon mitgekriegt. Die veralbern mich dann nämlich. Die ziehen dann das Brett weg und... Das Brett wie... Wie es halt auch immer heißt. Ja, ärgerlich. Ich finde das echt ärgerlich. Diesen Flop... Nee. Ich komme noch drauf. Wow, was? Suddenly Mickey found himself catapulted into the clouds. Die Musikuntermalung ist natürlich wunderschön, muss ich sagen. Daneben ging es aber auch noch weiter. Da will ich doch mal schauen. Nee, das täuscht doch, oder? Nee, da geht's doch weiter. Ha! Ha, 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 ha. 3 Diamanten. Für Mickey. Guck mal, die Wolken, die sehen so super aus. So richtig puffig halt, ne? So richtig so wolkenmäßig. Wie Watte. Schön. Gefällt. So, hopp. Und da geht's nicht weiter. Gut. Gut. Ja, es ist... Wie soll ich sagen? Ich will nicht sagen anspruchslos, weil nachher bereue ich das wieder, wenn es dann richtig schwer wird, das Gehopse. Aber es ist schön einfach, will ich meinen. Also es ist gemütlich. Warte mal, da unten die Wolke. Ja, da ist doch noch mehr. Ich weiß gar nicht, wo hier der reguläre Weg ist. Magische Spielkarte.
Was? After a short flight, Mickey was back in the haunted forest. Nein. With a playing card. Will ich aber nicht. Ich will doch da hoch nochmal. Ich will nochmal da hoch. Ich war noch nicht fertig, Leute. Ich lasse mir das nicht nehmen. Nein, nein, nein. Eine magische Spielkarte. Was auch immer mir die bringen soll. Ja, man kann schwer abschätzen, wo die Plattformen sind, finde ich. Ja, Plattformen. Haha, Wolken und Plattformen. Also, wo man drauf stehen kann und laufen und springen und hopsen und schlopsen. Alles Mögliche. Wo kann man das? Man sieht es nicht richtig. Aber hier war ich jetzt noch nicht. Hopp. Hui. Nee, doch, da war ich nicht. Ach, das war's. Das war jetzt echt... Wegen einem Stein bin ich jetzt nochmal hergekommen. Na, was soll's. Und... Juhu! Brr. Ja, der Geist ist super. Ah, guck mal. Noch mehr Steine für mich. Ah, ihr wollt wieder gemein sein zu mir. Die wollen mich wieder veralbern. Guck mal, der Rote, der guckt schon so böse. Pranger nennt man's. Ah, warum komme ich nicht auf dieses blöde Wort? Aber gut, der Pranger ist ja eigentlich was Stationäres. Da wurden die Leute ja reingestellt, um ausgelacht zu werden vom Volke. So, auf den Geist kann ich bestimmt auch noch hoppeln, aber... Na gut, der wäre nur eine Abkürzung gewesen. Ja, wie? Ich will da rauf. Ich kann doch hier laufen. Warum kann ich hier nicht laufen? Hallo? Nein, kann ich nicht. Kann er nicht. Der Mickey. Kann man eigentlich auch sagen, die Mickey? Weil im Prinzip rein faktisch ist er ja eine Maus, oder? Naja. Also, ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Ja, Bestenlisten. Wen interessieren hier schon die Bestenlisten? Das soll Spaß machen und nicht der Beste sein. Ich weiß es nicht, Leute. Muss ich da hinten in das Bild quasi? Auch das weiß ich nicht. Aber irgendwie muss ich da hinten hinkommen. Ihr seht's ja, da ist noch eine zweite Ebene im Hintergrund. Ah, guck mal, die Pilze, die sind so knuffig. Hui! Ach, jetzt. Jetzt. Oh, ihr seid ja alle böse. Böse Geister. Ihr wollt mich nur wieder foppen. Und in den Tode locken. Oh, da ist die Hexe. Miserable taunted Mickey with her cruel laugh. But perhaps she was secretly worried about how close he was getting. Ja. Ich habe noch nicht mal das erste Ding, was ich brauche, und schon hat sie Angst vor mir. Also die soll sich mal hüten, du. Die blöde Hexe. Oh nein. Das ist fies. Lass mich da mal hier durch. Ich möchte mir noch... Oh, ihr seid doch gemein. Guck mal, ich will mir da die Diamanten holen. Die lassen mich hier nicht durch. Aber cool gemacht, wirklich. Das sieht sehr toll aus. Und die Musik, Leute, das ist... Ich weiß nicht, bei Disney, das... Was ich wirklich mit am besten finde an den Filmen auch, sind die musikalischen Einlagen. Jetzt nicht unbedingt der Gesang, weil... Ja, das brauche ich jetzt nicht. Aber so die Musik an sich, so dieses Klassische mit Flöten und Geigen. Na, Geigen jetzt weniger, aber immer dieses Verspielte mit Blasinstrumenten hier. So Oboen und Klarinetten. Ja, das spricht jetzt vielleicht so ein bisschen der Musiker aus mir. Hab ja selber mal Instrumente gespielt. Aha. Meins. Och, gib mir das. Wie gemein die sind. Ja. Macht ihr gut. Ihr haltet mich jetzt voll davon ab, da hinzukommen. So, und da haben wir es doch. Jetzt muss ich wieder ganz außen rum. Ich wünschte, man hätte so einen Weg auf dem Boden verzeichnet, wo die Dinger rauskommen ungefähr. Aber das wäre auch zu einfach. Yay, das Ende. Da haben wir ja schon zwei Levels durch, sag mal. Immer ein weiter, natürlich. Warum sollte ich jetzt hier eine Pause machen? Ich meine, es macht ja gerade Spaß. With the frights and sprites of the forest behind him. Mickey faced the next part of his quest with renewed courage. Das sieht so putzig aus. The grumpy old oak tree. Like all of Miserable's illusions, he was no friend to Mickey. Oh. Das ist der erste Boss. Den kenne ich doch. Der rollt hin und her, glaube ich. Friss Äpfel. Ich habe keine Äpfel. Nein. Ach, jetzt hier. Kann ich Eicheln aufnehmen, glaube ich? Nee, kann ich nicht. Auf den Dates. Ich finde das gut hier. Guck mal. Au. Ach so, natürlich. Die machen mir Schaden. Na, sowas. Das habe ich ganz verdrängt. Was wie? Ist aber nicht nett, was du machst.
Mit Arschbomben kannst du ganz schön den Leuten wehtun, das weißt du, ne? Und dir auch. Ist das putzig, Leute. Oh. Der sieht schon gar nicht gruselig aus. Der ist mehr lustig irgendwie. Oh, wie? Das ist neu. Hebt er sich ganz für den Schluss auf, der Typ hier, ne? Oh yeah. The Red Rainbow Gem was finally his. Now it was time for our hero to move on. Das ist schön. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, die erste Welt haben wir im ersten Part schon hinter uns gebracht. Exploring the castle halls, Mickey now had one of the rainbow gems that would help him save Minnie. But he knew there were more to find, and the masters of illusion would not give them up without a fight. Ist das schön, Leute. Ich dachte, ich kann das Geländer runterrutschen, aber das geht leider nicht. Naja, liebe Freunde, ich würde sagen, damit hätten wir den ersten Part schon mal gut hinter uns gebracht. Ich würde mich des Weiteren auf eure Unterstützung freuen. Es ist mal wieder ein neues Projekt. Die sprießen ja in letzter Zeit wie verrückt bei mir. Ja, auf jeden Fall schreibt mir noch einen netten Kommi und wir sehen uns dann wieder nächstes Mal bei Castle of Illusion mit Mickey Mouse.